Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xaruk und der lieben Sialin. Hier und bin dem ich Buch. Und dem Buch, genau. Eine neue Folge. Von 100 Dinge, die ein Paar tun sollte. Und zwar haben wir uns was geholt für unseren Flur. Und was sollen wir tun oder was werden wir heute tun? Baut ein Möbel eines schwedischen Herstellers auf, ohne zu streiten. Der Klassiker unter den Gründen für einen handfesten Beziehungskrach, das wird es heute wahrscheinlich geben. Ihr schafft es auch ohne, lass mich mal, Chauvinismus und hormongesteuertes Rumgezicke, oder? Das kriegen wir, glaube ich, hin. Probieren wir aus, warte mal. Ja, das ist es. Schauen wir mal. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So, ja, das ist das nette Paket. Nicht so groß, also ein so großes Desaster wird es nicht werden, wenn es ein Desaster werden sollte. Sondern nur was Kleines für den Flur. Ein Garderobenständer. Ein Garderobenständer, genau. Und zwar haben wir zwei neue Jacken und wir wissen nicht wo. Und wir fanden es immer doof, dass wir unten unsere Jacken anziehen müssen, weil es da nämlich sehr kalt im Eis. Ja, und normalerweise stehen auch die Schuhe unten. Und ich nehme meine immer mit hoch und dann stehen die da rum. Und dann schauen wir mal, ob das damit ein bisschen besser wird. Ja, ich bin davon überzeugt. Und wir packen das einfach mal aus. Pack mal aus. Ja. Packen Sie es an. Wo haben wir das Ding her? Amazon war das, ne? Ja. Also es ist nicht von einem schwedischen Möbelhersteller, nee, wir haben geschummelt, aber da haben wir noch nie was gekauft. Und die Frage ist, wann kaufen wir da was? Also schummeln wir jetzt und bauen halt was anderes auf. Falls ihr das Ding voll cool finden solltet, unten in der Beschreibung ist ein Link. Wer braucht keinen Garderobenständer? Ja. So. So Hunde, die sind mal so neugierig. Unglaublich. Ja, die lieben. Ich hab doch da an der Seite geschnitten, warum geht das nicht? So. Ja, wieder mal was zum Auspacken. Oh, Knäufe, Knopf. Ich liebe es dann auszupacken. Spender. Spielregeln. Ja, stimmt. Das sieht jetzt auf den ersten Blick schön ordentlich aus und gar nicht so kompliziert. Oh, Gitter. Noch ein Gitter. Noch ein Gitter. Noch etwas. Haben wir eine Anleitung? Ja. Ah, da ist eine Anleitung. Brauchen wir Werkzeug? So. Weiß ich. Also wir haben auf jeden Fall Schräubchen. Ah, hier schon mal so ein kleiner. Ja. Ach, dann. Ein kleiner, was ist das? Ein Imbus? Oder wie heißt das? Ein Imbusschlüssel, ja. Heißt denn so? Ja. Nicht schlecht. Okay. Imbus 2000 ist also, das auch der Besen von Harry Potter? Ja, kann sein. Der heißt Nimbus. Das ist ja cool, da haben sie gleich ein Werkzeug da rein. Ein einziges. Vor allem so wahnsinnig groß, da kann man immer so gut schrauben. So. Ja, davon ab schon 20 Stück oder so. Spitzen. Bei jedem Schrank ist so ein Ding dabei. Ja. Schon lustig. Ist aber eigentlich nett. Ja, ist eigentlich nett. Wenn man bedenkt, dass das Ding vielleicht dann 10 Cent kostet und die verkaufen davon, keine Ahnung, 1 Million, dann sind 10 Cent 1 Million mal schon ein mal 1 Million Cent. Eine finanzielle, viel Geld habe ich nicht auf dem Konto. Nicht? Nein. Schade, warum habe ich dich geheiratet? Weiß ich nicht. Nicht wegen meinem Geld. Ja, schaut so aus. Gott sei Dank. So. Könnte dir mal helfen, meinst du? Ja, ich vermute mal, an den hier kommen dann jetzt die Knöpfe zum Beispiel. Ja, das kann ich schon mal das machen. Das kann man auf jeden Fall irgendwie schon mal machen. Juhu, das ist eine Aufgabe für mich. Und dann hier zwei Seitenbeine. Ich glaube, vielleicht müssen wir dann einen Cake-Streit einbauen, weil sonst wird's langweilig, oder? Echt selten, wenn wir irgendwas aufbauen. Da muss man was sehr Kompliziertes sein. Zum Beispiel der Schreibtisch, versteht man uns eigentlich von dem ganzen Geraschen? Genau. Der Schreibtisch, den haben wir ja selber entworfen sozusagen, also aus drei Schreibtischen zusammengebastelt. Da haben wir uns nicht richtig gestritten, aber da gab es durchaus mal Meinungsverschiedenheiten. Bestimmt. Aber hier jetzt bezweifle es. Das hängt eigentlich wahrscheinlich voll im Desaster. Ah! So, einmal Kraft kurz machen. Ah, meine Kugel! Komm zurück! Ich bin eben verloren. Der Leo klaut gerade eine. Eigentlich eine Bär, aber nicht so. Meine ganzen Plastik hier rausholt und da steht man uns hier nicht mehr. Kann man das rollen? Okay, so.
klare Sache. Nein, bist du bescheuert? Entschuldigung, ich wollte nur mal. Jetzt habe ich schon was gekriegt. Meistens streite ich mehr mit den Gegenständen als mit dir. Weil die mich wahnsinnig machen. Manchmal, Alter, das verschwindet was und ich kriege die Krise. Das heißt, irgendwie was Wahres dran. Zum Beispiel einmal, da hatte ich einen Bleistift auf meinem Schreibtisch. Warum war ich sauer auf diesen Bleistift? War dieser Schreibtisch, ey. Der Stift war plötzlich weg. So, dann habe ich an mich. Stift gesucht. Nein. Ich habe diesen Stift gesucht, überall, unter irgendeinem Papier, unter der Tastatur, hinter der Tastatur, auf meinem Stuhl, überall, eigentlich auf dem Boden. Überall habe ich gesucht und der war nirgends. Das macht mich wahnsinnig. Also war ich es. Dann habe ich gesagt, jetzt such diesen verdammten Bleistift. Nee, er lag auf dem Boden und du hast ihn gefunden. Ja, der ist hier runtergefallen. Ja. Ja. Aber ich war's. Das habe ich nicht gesagt. Nee. Ja gut, ich habe dann gefragt, ob du ihn benutzt hast. Ob du das ihn ist so indirekt, hast. Unterschwellig. Weil ich immer die Stifte glaube. Mach das da drauf, auf das da. Das geht nicht. Das geht nicht? Nein. So, au. Au. Dumm. Nein, mein Kopf ist nicht hart genug. Das ist deprimierend. Du willst vielleicht die Stangen weitermachen. Guck mal, machst die Stangen, ha? Machst die Stangen drauf, dann. Das ist zum Heulen. Ach Quatsch. Mann. Es ist ja auch wirklich schwer, das muss ja halten. Ja, muss es ja auch. Was muss ich tun? Die da oben drauf. Man soll den Tag nicht vor dem Atem geben, aber wir haben noch nicht gestritten. Ah! Mann! Wegen dir! Hab ich Mitleid. Oder kann man Klimmzüge machen? Noch nicht. Noch nicht. Aber später, ja? Ja. So. Jetzt können wir euch dann gleich mal zeigen, wie es bei uns da draußen aussieht im Flur. Warum wir dieses Teil hier gekauft haben. So, schauen wir es uns mal an. Ich möchte es mal angucken. So. 3 Ablagefächer für Schuhe. Dann hier Jacken und hier kann man Kleiderhaken dranhängen. Wow, das ist nicht das schönste 30-Euro-Gestell, das ihr je gesehen habt. Ja, ich finde es ganz gut. Ich finde es auch nicht schlecht. Halbwegs stabil. Jo. Kommt jetzt eher an die Wand. So, ja. Jetzt schauen wir mal. Da ist es ziemlich duster. Wir brauchen jetzt erstmal Licht. Ich komme. So, Xahok, zeig uns mal das Chaos, das da herrscht. Das ist unser oberer Flurbereich. 95% von Xiolin? Ja. Okay, ich gebe es zu, 90% von Xiolin. Naja, also 5% schon Amy und Leo. Da und etwa 1% von mir. Das stimmt. Meins flackt alles auf dem Stuhl, da stehen ein paar Schuhe rum, da flackt das Zeug von Amy und Leo, das eigentlich da hängen sollte. Ich habe extra Nägel hingemacht. Und da steht ein schickes Tischchen. Ja, das ist eins unserer ersten Möbel, gell? Das hast du, ja, das ist dein allererstes Möbelstück, das du jemals selber gekauft hast. Jemals. Krass. Wir klatschen erstmal alles weg, oder? Das ist vielleicht gar keine dumme Idee erstmal. Ja. Schön. Gefällt mir, diese Ecke war eh schon immer ein Dorn in meinem Auge. Ja, jetzt kann der Stuhl endlich weg. Das muss eh mal hier weg. Das ist ein kleines. Das ist gehüpft. Ich komm's ja doch von draußen. Jetzt frisst gleich der Leo. Ja, du hast es. Ich hab es. Hallo. Die guckt schon so. Wo ist sie denn? Ja. Hol mir nicht meinen Finger. Mahlzeit. Nom nom, hat's geschmeckt, ja. Oh, Philipp ist gerade draußen. So viel Action. Ja, cool. Ja. Schön, gut. High five. Aber gut gemacht. Fazit. Wir können wieder einen Haken in unser 100 Dinge abschließen. Wo habe ich es denn gelassen? Warte mal. Erledigt. Das ist ein bisschen schwierig so. So, erledigt. Sehr gut. Haben wir toll gemacht. Ja, haben wir toll gemacht. Mal schauen, was als nächstes kommt. Wir haben nicht gestritten. Hat funktioniert. Ja. Hat gut geklappt, Gott sei Dank. Ja, was wir schon alles aufgebaut haben zusammen. Ja, die ganze Einrichtung. Ja. Schrank. Bett. Und 10-mal geschleppt und umgestellt und umgebaut. Und unseren Ofen kaputt gemacht. Ofen haben wir schon mal bei kaputt gemacht. Bei unserem mehr oder weniger ersten Umzug, da waren wir so K.O. am Ende, dass wir den Ofen kaputt gemacht haben. Mhm. Weil wir keine Kraft mehr hatten. Mhm. Das hat uns geärgert.
Ein bisschen, ja. Aber da war ein Ofen in der Wohnung drin. Ja. Okay. Na gut. So, ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Könnt ihr mal ein Like da lassen. Und wie gesagt, unten in der Beschreibung ist ein Link zu diesem wunderschönen Gestell. Also nicht zu der da, sondern zu dem da. Und ja, wenn ihr sowas sucht, könnt ihr euch das ja da kaufen. Könnt selber aufbauen. Ist wirklich ein Kinderklacks. Und sieht wirklich toll aus. Ja, doch. Gefällt mir. Dann gefällt mir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Peace.